Guten Morgen Welt, guten Morgen Insel. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Gott sei bei euch und der Friede sei mit euch. Ganz tollen Sonnenaufgang hier mit einem roten Himmel. Wie schön. Sogar die Lampen draußen leuchten noch, so früh ist es. Und trotzdem so einen tollen Sonnenaufgang. Wunderbar. Das ist doch meditativ. Die Vögel begrüßen uns zum Morgengebet. Also, das ist echt meditativ. Ja, Montag und auch eine neue Tageslosung. Die steht im 3. Mose 22, 31 und lautet: Haltet meine Gebote und tut danach. Ich bin der Herr. Ja, Gott ist der Chef, Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Herr. Bitte wacht auf, seid nicht dumm, haltet seine Gebote. Tut danach. In eurem Leben, im echten Leben, liebt, stehlt nicht, redet nicht über andere Leute. Seid füreinander da, neidet nicht dem anderen, was er hat. Und vor allen Dingen bittet Gott darum, im Gebet, in eurem Gespräch mit Gott, dass er euch dabei hilft. Denn alleine schaffen wir Menschen das nicht. Bittet darum, haltet seine Gebote, denn er ist der Herr. Amen. Ja, ihr Lieben, mal wieder etwas zum Nachdenken. Und zwar, die ältere Dame hat ja einen Wunsch, ihr Werk, was sie geschaffen hat mit ihrem Mann, soll ja am Leben erhalten werden, am liebsten so, wie sie alles hinterlassen hat. Sie hat ja hier auf der Insel eine Pension gehabt oder Ferienwohnung gehabt und sie hat halt den Anspruch, dass das ja aufrechterhalten wird von demjenigen, der das erben soll. Und die Dame, die das erbt, oder die Person, die das erbt, hat nun natürlich ein schweres Erbe, ne? Weil sie möchte das gerne und wird das auch versuchen. Aber ob das klappt, ist natürlich eine Frage, weil wir ja in ganz anderen wirtschaftlichen Verhältnissen gerade leben. Und auch so diese Krise jetzt gerade da ist mit Öl, Gas und ob jetzt überhaupt weiterhin in den Massen Urlauber auf die Insel kommen, ist ja auch die große Frage. Der Grundgedanke an dieser Geschichte ist eigentlich, ja, dass da jemand ist, der etwas vererbt und Ansprüche stellt, wie er das Erbe halt aufrechterhalten lassen möchte. Und das finde ich ziemlich schön auf der einen Seite, weil es natürlich eine große Wertigkeit hat, aber auf der anderen Seite auch eben einen großen Wertverlust. Und ob derjenige, der das dann erbt, damit zurechtkommt, also es ist wieder Fluch und Segen gleichzeitig, das ist dann eben so die Sache, ne? Und wenn man sieht, was jetzt hier so für Kämpfe zwischen den Parteien und auch dieses Gefühlsmäßige laufen, das ist echt schon arg. Ja, da fällt mir halt wieder ein, wir kommen nackt, wir gehen nackt und alles, was dazwischen liegt, kann für mich, ich wiederhole mich da jetzt vielleicht, aber eigentlich nur Liebe sein, weil das können wir letztendlich mitnehmen und das ganze Materielle, klar, wenn man das so das ganze Leben gepflegt und gehegt hat, weil man in einer Generation geboren ist, wo eben nicht viel da war, dann ist das doppelt so schlimm. Und jetzt in unserer heutigen Wegwerfgesellschaft ist das natürlich ja auch so eine Überlegung, obwohl der Trend bei den jungen Leuten ja schon wieder zur Nachhaltigkeit geht. Deswegen ist das natürlich ja so zwiespältig, ne? Wer erbt es jetzt und wer macht damit was und wie geht es überhaupt weiter? Wie geht es überhaupt generell auf der Welt weiter? Das ist ja auch eine ganz große Frage, ne? Denn es ist ja auch kein Geheimnis, dass momentan ja auch diese ganzen schlimmen Dinge passieren. Ukraine, Russland, Afghanistan, ne? Das sind ja alles so
Negativbeispiele mit unserem Heidentum, so wie es in der Bibel steht, ne? Dieses große Heidentum, was hier ausgelebt wird und nicht eben das, was Gott möchte, eben sein Volk, dass wir alle einander lieben und wie heute Morgen schon in der Tageslosung seine Gebote befolgen und uns um den Nächsten kümmern, sondern es ist immer noch dieses Teuflische im Raum, dass jeder nach Habgier, nach Reichtum, nach Weltlichen strebt und ob das überhaupt so gut ist, ist hier die große Frage. Ne? Und dann gibt es eben Leute, die sich eben bemühen, nach bestem Wissen und Gewissen das alles aufrechtzuerhalten, werden aber von den anderen erdrückt. Ne? Und dann kommt eben dieser Seelenschmerz, weil man ja gar nicht weiß, wie man das alles aufrechterhalten soll. Ja, das sind so die zwei Seiten, was ich dann auch nochmal als Denkanstoß geben möchte. Wenn ihr was vererbt oder wenn ihr etwas hinterlasst mit Ansprüchen, ob das wirklich so gut ist, ne? Was ihr da weitergebt und die Ansprüche, die ihr daran stellt oder ob man es vielleicht dann auch einfach in Gottes Hände legt und vielleicht das Beste draus macht. Weil derjenige wird es auf jeden Fall versuchen, der es dann ehrlich meint, das ist ja gar nicht in Frage gestellt. Naja, schwierige Geschichte. Keine Zeit für Wertigkeit. Unsere Zeit ist zu schnelllebig. Langeweile, nein, danke. Seelenheil in Gefahr. Das sind alles so Stichworte. In diesem Sinne, habt erstmal einen schönen Tag. Ja, ihr Lieben, nach dem Regenschauer und einmal völlig durchgenässt werden, neigt sich dieser Tag auch dem Ende und wir wollen noch gemeinsam das Gebet sprechen, was uns Jesus Christus gelehrt hat. Wir falten unsere Hände und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und bitte, Herr, sei bei uns, wenn andere für uns entscheiden, was wir im Leben zu tragen haben, sei es ein Erbe, sei es eine Weitergabe von Dingen oder auch von Vermächtnissen. Bitte sei bei uns, dass wir das schultern können, dass wir das tragen können und dass es uns nicht zu schwer wird. Amen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Gott behüte euch, Gott segne euch und wir sehen uns morgen. Da würde ich mich freuen. Tschüss.